Es soll wohl ein Aufwärtstag werden beim DAX noch vor dem Wochenende. Es sieht nicht so schlecht aus, auch wenn der zweite Teil des Tages doch ein bisschen ernüchternder aussieht. Wir hatten ein deutliches Gap hier nach oben. Der DAX hier von gestern nochmal auf heute hier wahnsinnig gestiegen. 10.600 war die Eröffnung und jetzt sind wir gerade wieder durchgefallen. Das heißt, das, was wir noch zusätzlich heute im Laufe des Tages gut gemacht haben, das ist jetzt weg. Jetzt gibt es viele, die sagen, ja, Gaps, die schließen sich. Ja, über lang oder kurz sicherlich, vor dem Wochenende, das ist wohl hoffentlich nicht mehr zu erwarten. Das wäre nochmal ein dramatischer Rücksetzer. Allerdings gehen wir ja durchaus davon aus, dass das nach so einem Anstieg, den wir jetzt hier hatten, mal ein Rücksetzer tatsächlich fällig wäre und noch nicht mal irgendwie was besonders Negatives. Das heißt, wenn wir nach dieser Bewegung jetzt vielleicht tatsächlich irgendwie ein bisschen runterkämen in der neuen Woche, dann wäre das alles andere als irgendwie überraschend, sondern da sagt man sicherlich, naja, so ein Bild wie hier, das habe ich schon häufig gesehen, damit müssen wir auch jetzt rechnen. Das wird also jetzt die spannende Zeit sein, jetzt vorm Wochenende wahrscheinlich noch ein bisschen Gewinnmitnahmen. Die wiederum sprechen natürlich auch wieder Bände, was das Vertrauen in den Markt aktuell geht. Gucken wir mal auf den amerikanischen Markt, denn der hat ja noch ein bisschen mehr Zeit vor sich. Dann sehen wir, dass der Dow, in dem Fall der Future, hier doch deutlich wieder abgibt und das Gap sozusagen hier schon so halbwegs wieder geschlossen hat. Gucken wir mal auf den Dow-Index. Da sehen wir hier das eigentliche Gap, wenn man mal die Indizes anguckt. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Es ist durchaus zu erwarten, dass der Markt jetzt, nachdem er den Vortrieb verloren hat, wir sehen das hier so ein bisschen Intraday, das ist hier der Stundenchart. Das ist so ein klassisches Verhalten am Ende einer Trendbewegung. Man sagt häufig Ending Diagonal, es geht noch in Trendrichtung, sieht aber extrem korrektiv aus. Warum geht das in Trendrichtung, geht seitwärts? Nein, tut's nicht. Wenn wir uns angucken, die Bewegung ist noch ganz klar nach oben. Auch die Hochs sind noch steigend, die Tiefs sind steigend. Es ist eine Aufwärtsbewegung, also in aktueller Trendrichtung. Aber eben so langweilig, dass man sagen muss, das ist eben nicht mehr das Momentum, was wir bräuchten, um wirklich Käufer zu akquirieren, sondern das sieht eher danach aus, als ob die Bewegung nach oben jetzt zu Ende geht. Dementsprechend auch hier die Rücksetzerüberlegung in Amerika sehr, sehr groß. Und da sind wir bei dem Kasus Knaxus. Wenn das tatsächlich jetzt der Fall ist und der Markt diesen Dreh bringt, das ist noch nicht gesichert, aber wenn das hier tatsächlich kommt, dann wäre spätestens diese gesamte Aufwärtsbewegung korrektiv, denn die Hochs und die Tiefs, wenn wir ehrlich sind, die überschneiden so stark, dass das definitiv nicht mehr positiv ist und wir davon ausgehen können, dass das, was wir hier haben, dann in irgendeiner Form korrektiv ist, wohin uns das auch immer bringen mag, ob über einen direkten Ausverkauf oder einen indirekten, der Kurs nochmal höher geht, das werden wir in der nächsten Zeit ansprechen. Aber für die nächste Woche sollten wir uns schon mal vormerken, dass fallende Kurse auf jeden Fall nicht unrelevant sind. Das fällt ein bisschen schwer, wenn man sich im kurzfristigen Bild anguckt, dass der Markt eigentlich ja doch noch Schübe nach oben entwickelt. Aber wie gesagt, hier dieses hintere Ende deutet zumindest mal darauf hin, dass die Bullen deutlich an Kraft verloren haben. Man sieht das auch daran, dass eben aufwärts zwar noch gegeben ist, aber die Bären immer frecher werden und auch gerne mal dazuschlagen. Für uns als Händler jetzt, um eine ganz klare Linie da auch reinzubringen, wann machen wir denn da jetzt was draus? Ist es nicht unrelevant zu gucken, wie geht das Ganze im kleinen Zeitrahmen weiter. Eine Geschichte ist so eine Abwärtsbewegung, das verbunden mit so einer Aufwärtsbewegung. Wenn wir so etwas haben, das ist ein schönes Indiz, weil dann haben wir nicht wie hier steil hoch, steil runter, steil hoch, steil runter, hier wieder steil hoch, sondern dann haben wir eine Richtung stark und die andere Richtung schwach. Ob das genauso kommt, werden wir sehen, aber die Chancen dafür sind durchaus groß. Für uns gilt es jetzt als Händler, die Beobachtungsgabe mit reinzubringen, ob der Markt die eine Seite wirklich mit Stärke zeigt und ganz wichtig, die andere dann auch wirklich schwach bringt. Das wäre ein wichtiges Indiz. Ganz einfaches Hilfsmittel, sich irgendwo reintriggern zu lassen, also sprich auf irgendeinem der letzten, also das letzte Zwischenhoch idealerweise, dass man dann sagt, da die Fortsetzung nochmal, die dann quasi das, was ich hier im etwas größeren eben gezeichnet habe, als etwas größere Korrektur dann initiieren würde. Also sprich mit Zielen, die auch da drunter liegen. Passiert das jetzt heute noch? Das wird man sehen tatsächlich. Für die, die Intraday unterwegs sind, kann man natürlich nochmal gucken, ob wir dieses auch auf kleinerer Ebene, also vielleicht im 5-Minuten-Chart noch sehen. Also irgendwie was hier dann so aussieht. Umgekehrt, fairerweise muss man das sagen, wir haben noch einen Anstieg. Wenn der Markt jetzt noch sowas macht, kann man zwischenzeitlich auch die Long-Seite nochmal mitnehmen. Das Prinzip ist das gleiche. Eine Seite stark, die andere Seite schwach. Dann haben wir zumindest mal die Bewegungsrichtung schon mal deutlich in der Vorgabe.
Es bleibt also spannend, was wir vor dem Wochenende da noch kriegen. Das ist aber zumindest mal ein Ansatz, den man nehmen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einer mindestens interessanten Entscheidungssituation sind. Die Marktteilnehmer machen das vor, indem sie sich im Moment noch nicht committen vor dem Wochenende, wo sie hinwollen. Ich denke, das wird auch nichts mehr. Ich glaube, dass Bewegungen kurzlebig sein werden, die wir jetzt vor dem Wochenende noch sehen. Gegebenenfalls wohl eher eine Gewinnmitnahme, denke ich mal, weil wer möchte das Risiko jetzt halten? Wenn der Markt doch noch nach oben jetzt Schub kriegt, das wäre ein durchaus positives Zeichen. Denn wenn sich die Marktteilnehmer noch committen, für das Wochenende die Position zu halten oder darüber hinaus, das wäre schon eigentlich ein sehr starkes Zeichen. Ich bin persönlich nicht ein großer Freund, Positionen im Intraday-Handel dieser Art aufzubauen und übers Wochenende zu halten. Diese Gaps finde ich unangenehm. Das ist jetzt hier auf oder zwischen den Tagen hier auf dem Index. Das hat man natürlich bei CFDs, auch dann beim Original Future dann natürlich nicht. Aber beim Wochenende dann eben schon. Insofern da bitte ein bisschen vorsichtig sein. In diesem Sinne, im Moment deutet es sich an, die Dynamik nach unten nimmt zu. Auf wackelige Geschichten nach oben warten, um dann die Abwärtsseite gegebenenfalls nochmal mitzureiten. Ich glaube, das ist im Moment die Devise des Abends. In diesem Sinne, allen ein wunderschönes Wochenende, eine gute Zeit und spätestens nächste Woche sehen wir uns wieder.